Hallo Freunde, heute wollen wir mal ein bisschen über die Ernährung reden, wie man richtig vorgehen soll. Wir nehmen erstmal, würde ich sagen, erst die Massephase vor. Massephase, um Masse zu erzielen, muss man an Überschuss denken, also mehr essen, als man verbraucht, dass auch was übrig bleibt. Bei der Massephase ist nicht zu vermeiden, dass man auch ein bisschen deformiert aussieht. Das heißt, dass man auch ein bisschen Fett zulegt und Masse, die nicht vielleicht mit Muskeln zu tun hat. Das können wir leider nicht vermeiden, weil wir nicht sofort den Überschuss ausrechnen können. Ich gebe euch ein paar Anhaltspunkte. Ich habe zum Beispiel, wo ich 25 war, kurz bevor ich Europameister geworden bin, habe ich mir ein bisschen notiert, was ich alles gegessen habe. Ich rede erstmal für Hardcore-Bodybuilder, wenn jemand mit meinem Ernährungssystem dieses klassische Ding kritisiert, soll er sein lassen, weil ich Bodybuilding liebe und ich wollte in meinem Leben immer mit Maximum arbeiten, mir selber keine Grenzen setzen. Ich kann nicht sagen, okay, 500 Gramm Quark ist ein bisschen schädlich, deswegen verzichte ich auf 2 Kilogramm Muskelmasse. Nein, so habe ich nie gedacht. Ich wollte, koste es, was es wolle, mit Ernährung 100% gut ausschauen und das habe ich, glaube ich, für meine Weise einigermaßen praktiziert. Es kann nicht sein, dass irgendwelche 70 Kilo Athleten jetzt aufstehen und sagen, aber das ist so, das ist nicht gut, das ist so gut. Bitte, Leute, beweist erstmal, bevor ihr redet. Okay, ich bin ein bisschen hart jetzt, weil das auch die Tatsachen entsprechen. Also ich habe mit 25 Jahren 1 Kilo Quark am Tag gegessen, 30 Eiklar, Kilo Reis und Kilo Fleisch. Das war meine Grundnahrung. Und dazu kamen noch Obst und Gemüse. Wenn jemand jetzt anfängt wieder, ja, Kilo Fleisch ist so, Kilo Fleisch ist dies. Ich wollte Europameister werden. Und wenn für Europameisterschaft das nötig war, habe ich dann praktiziert. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch diese Meisterschaft überragend gewonnen. Also kann ja nicht verkehrt gewesen sein, was ich damals gemacht habe. Mit 25 hat man ein bisschen schneller Stoffwechsel, jetzt mittlerweile ist es langsamer geworden. Okay, jetzt rede ich mal für allgemein Athleten, die vielleicht 50, 60, 50 vielleicht nicht, aber 70, 80, 90 Kilo wiegen. Wenn ihr Masse aufbauen wollt, müsst ihr ein bisschen mehr tanken, als ihr verbrennt, damit ihr im Überschuss seid und dieser Überschuss verhelft euch neu aufzubauen. Ja, wie viel Überschuss, das müsst ihr dann selber regeln. Wenn ihr zu viel Überschuss habt, dann legt ihr mehr Fett anstatt Muskeln zu. Aber unser Ziel ist ja, den Verhältnis anzupassen, dass man auch in Massephase nicht so fett wird, weil man ja am Schluss sowieso das wieder abnehmen muss. Also halt euch, wie könnte man vorgehen? Indem man vielleicht nur 500 Kalorien Überschuss hat, damit bin ich mir sicher, dass man nicht richtig viel Fett aufbaut. Und Spiegel ist euer Partner. Schaut es euch immer wieder an. Nicht nach der Waage gehen, sondern Spiegel. Wenn Optik nicht passt, dann ist es auch wurscht, was die Waage zeigt. Ich meine, wenn du richtig scheiße ausschaust, ob die Waage dann 10, 15 Kilo mehr sagt, das ist ja nicht unser Ziel. Wir wollen optisch uns verändern. Um Optik zu verändern, muss man sich eben mit Spiegel anfreunden, auch wenn euch das nicht gefällt in der Massephase. Schaut es euch immer wieder an, ob der Form viel weicher wird oder kontinuierlich gleich bleibt und ihr dazu noch Muskel aufbaut. Das wäre die Massephase. Massephase muss auch jeder für sich ausrechnen, welche Kohlenhydrate-Lieferanten man sich nimmt. Ja, man kann eben Reis, Nudeln, Vollkornsachen, Kartoffeln sind immer gut. Für Veganer ist es so, dass die mit Kichererbsen, Linsen gleichzeitig Protein- und Kohlenhydrate-Lieferanten haben. Es wäre blöd jetzt, wenn jemand vegan ist und 19% bei Kichererbsen Eiweiß in Anspruch nimmt und sagt, ich brauche noch Kohlenhydrate-Lieferanten. Das geht dann falsche Richtung, Freunde, weil eben Kichererbsen 50, 60 Gramm Kohlenhydrate auch hat. Also braucht ihr nicht getrennte Kohlenhydrate-Lieferanten noch aussuchen. Aber vegan nehmen wir vielleicht irgendwann anders dran, wie die sich so ernähren sollen. Wir gehen erstmal klassisch Bodybuilding. Was noch sehr wichtig ist, viele sagen, ja, Ercan, ich habe zu viel zugenommen, wie werde ich die los? Das ist wie Wettkampfvorbereitung, Freunde. Ich gebe immer wieder Auto als Beispiel.
wenn du Autotank voll hast und du weiterhin tankst, entweder schüttest du das kostbare Benzin raus oder du kaufst Kanister, die du auffüllst, Reservekanister. Die Reservekanister hast du entweder im Kofferraum oder hast im Keller stehen. Unsere Reservekanister haben wir immer bei uns. Wir können nicht Keller abstellen, sondern wir können nur am Körper festbinden. Ob das jetzt im Bauch herum oder Hüfte herum ist oder manche legen sogar am Armbereich, Schulterbereich, Rückenbereich Kanister an. Das ist das überschüssige Energie, die der Körper speichert für die Nottage. Ich bin jetzt 44 Jahre alt, ich habe noch nie Nottage erlebt, also Hunger und was weiß ich was. Wir haben immer genug zu essen, deswegen brauchen wir auch die Kanister extra nicht auffüllen, weil wir keinen Kanister mehr brauchen. Wir können jeden Tag tanken, wir haben nicht mal so Defizit, dass wir eine Woche wenig essen werden und drei Wochen mehr essen werden. Also das kommt gar nicht zustande. Deswegen tankt weniger, als ihr verbrennt, dass ihr in Defizit kommt. Dann werdet ihr erstmal die Kanister aufbrauchen. Dann ist euer Körper schon mal geformt, normal. Und wenn ihr darüber hinaus noch eine Definitionsphase haben wollt, dass ihr richtig hart definiert, austrainiert ausschauen wollt, dann müsst ihr dieses Defizit beibehalten, aber nicht stark auf einmal reduzieren, sondern vielleicht nur 100, 150 Kalorien reduzieren, dass ihr mal Step by Step macht. Sonst, wenn ihr zu viel reduziert, kann sein, dass eben ihr wieder rückfällig wird. Ich meine, ihr könnt nicht wissen, mit wie viel ihr am Tag klarkommt. Wenn ich, sag mal, Beispiel, mit 2000 Kalorien gut fahre und dabei kontinuierlich abnehme, darf ich nicht versuchen, noch schneller abzunehmen, indem ich auf 1500 runtergehe. Das überlebe ich vielleicht eine Woche. Zweite Woche bin ich so kaputt, dass ich mir irgendwas reinhaue, was eigentlich alles wieder kaputt macht. Also es ist auch so, wenn ihr euch davon schützen wollt, keinen Schrott zu essen, Freunde, ich rede aus Erfahrung, ich habe jetzt 30 Jahre lang diese Materie praktiziert. Man isst nur Schrott, wenn man Heißhunger hat. Das heißt, ihr müsst euer Essen so planen, so vorkochen, dass ihr nicht in eine Phase kommt, dass ihr Heißhunger habt. Ich praktiziere so, ich esse nicht, wenn ich richtig Hunger habe, sondern ich esse, wenn ich einiges reinkriegen kann. Deswegen komme ich nie in diese Heißhungerphase, dass ich mir mal im Studio einen Riegel packe oder was anders esse. Die habe ich gar nicht nötig, weil ich immer fast satt bin. Nicht übersättigt, aber satt bin. Und wenn ihr so praktiziert, könnt ihr eigentlich von Schrott ziemlich wegbleiben. Es gibt auch Tage in meinem Leben, ja, wo ich Sachen erledigen muss, die nicht geplant waren, die nicht in meinem Tagesablauf eigentlich nicht geplant sind. Ich schaffe es dann nicht, mein Essen zu kochen und gehe sofort in eine Fastfood-Bude und habe mir die Birne voll. Und dann ist der Tag auch beschissen gelaufen. Deswegen, wenn ihr aber vorsorgt, vorkocht und immer auch das Essen mit dabei habt, dann gibt es diese schlechten Tage oder schrotthaltige Tage nicht in eurem Leben. Damit könnt ihr besser fahren. Schrotttag machen ja auch alle in der Regel, weil die anderen machen. Nicht, weil das denen gut tut, sondern weil die anderen machen, haben die gehört, dass man Schrotttage macht, haut man Schrotttage rein. Ich würde sagen, wenn Körper schon schrottig aussieht, warum soll ich noch einen Schrotttag machen, dass Körper noch mehr Schrott mit sich schleppt. Also wenn euer Form passt und ihr seid richtig auf Defizit und ihr fühlt, dass ihr flacher wird, dann könnt ihr diese Schrotttage in der Tat einbauen, dass ihr wieder prall seid, erstens im Training besseren Pump zu haben, zweitens mehr Kraft zu haben, über den Tag zu gehen. Also Schrotttag mit so einer Wampe und was weiß ich was, beschleunigt euer Stoffwechsel mit Sicherheit nicht. Das ist eine falsche Theorie. Ja? Ich kann nicht 20, 30 Kilo Überschuss haben und sagen, mit Schrottessen werde ich meinen Stoffwechsel nochmal beschleunigen. Das funktioniert nicht. Außer ihr habt 3, 4, 5 Monate euch richtig
außergewöhnlich gut ernährt. Ja? Euer Körper hat sich an dieses Ernährungssystem gewöhnt. Ihr wollt aber, dass der Körper schockiert wird, ja? Dass der Kreislauf, Stoffwechsel auf 180 geschossen wird. Dann könnt ihr auf jeden Fall mal schwere Sachen essen, dass euer Körper denkt, okay, morgen kommt wieder so schwere Sache und er kämpft, diese schweren Sachen zu verdauen, ist schon Körper auf Hochtour gebracht worden, aber zweiten Tag gibt es eben wieder das, was gewöhnlich ist. Und das ist schon eine Stoffwechselbeschleunigung, meiner Meinung nach, was es funktioniert. Dann ist ja auch abhängig davon, was für Stoffwechsel selber man hat. Manche haben langsam, die müssen leider Gottes noch mehr auf Essen aufpassen, wie die, die schnellen Stoffwechsel haben. Aber was die falsch machen, die schnelle Stoffwechsel haben, ist, die denken sich, weil ich schnelle Stoffwechsel habe, kann ich mir alles reinhauen. Das ist auch falsch. Die gehen ausschließlich Fastfood, was weiß ich, wie viel Riegel am Tag. Ihr könnt äußerlich gesund sein, aber innerlich seid ihr tot, Leute. Also, auch die, die schnelle Stoffwechsel haben und Muskel aufbauen wollen, wenn ihr ohne Schrott essen, mit Qualität probiert, dann wird ihr auf jeden Fall hochwertigeren Muskeln aufbauen, wie, was weiß ich, mit Weißbrot oder Pizza. Ja? Euer Körper braucht genauso Proteinquellen, die hochwertig sind, und genauso Kohlenhydrate, die komplex euch über den Tag tragen. Also, lasst euren Körper, das gilt jetzt für die, die schneller Stoffwechsel haben, lasst euren Körper nicht mit Schrott lang anhaltend arbeiten, weil ihr dadurch auch nicht mehr essen könnt. Schrott verdauen dauert länger wie Qualität. Also wenn ihr Qualität isst, könnt ihr auch viel mehr essen, dadurch auch viel mehr aufbauen. Dann gibt es Wettkampfdiät. Wettkampfdiät kann man eigentlich hier nicht pauschalisieren, weil man kontinuierlich zusammenarbeiten müsste. Das sieht so aus, ihr fängt vielleicht bei 2000 Kalorien an, reduziert das regelmäßig, gehen wir davon aus, dass wir bis 1700 Kalorien reduziert haben. Ab gewisser Zeit ist dann nicht die Menge, was wir essen, entscheidend, sondern der Weg, wie lange wir noch gehen werden. Also, es kann sein, dass ich heute mit 1700 Kalorien völlig klarkomme, mit euch lache, rede, alles mitmache, super trainiere, aber weil die Ernährungsmenge immer gleich ist, dass mein Körper alle Reserven aufbraucht und dann in 4-5 Wochen mit 1700 Kalorien ich nicht stehen kann. Ihr werdet sagen, warum? Ja, warum? Weil ganze Reserve aufgebraucht ist. Das, was wir tanken, reicht nicht einmal für den täglichen Bedarf. Ja? Und in dem Fall, habe ich ja am Anfang erwähnt, braucht ihr dann jemanden, der euch stoppt, weiter zu reduzieren. Ansonsten kommt ihr in eine Phase rein, das ist Teufelskreis. Ihr nehmt Muskelmasse ab, wird es aber nicht dadurch härter, sondern flacher. Und es geht wirklich an Gemüt, ihr könnt es nicht mehr lachen, nicht mehr reden. Und es ist auch nicht mehr dann gesund. Deswegen braucht ihr einen, der Erfahrung hat und sagt, okay Junge, wir haben deine Form erreicht. Mehr geht da nicht, die Schärfe ist okay, jetzt stoppen wir. Es kann sogar sein, dass man am Ende des Diäts die Ernährung erhöht, anstatt reduziert. Das passiert auch. Ja? Es gibt viele Fälle. Und das müsst ihr dann mit jemandem zusammen machen, der vielleicht mal so Wettkampfdiät hinter sich hatte. Deswegen kommen ja immer wieder Fragen an unseren Kanal, die sagen, kannst du mir ein Wettkampfdiät schreiben? Kann ich nicht, weil ich kann nicht irgendeinen Pauschal-Diätplan auf den Markt setzen. Wenn ich sowas mache, unterscheidet mich nichts von den anderen, die auf Bunte oder irgendwelche Schlankmacher-Diäten, das will ich nicht sein. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, möchte ich 100% die Kontrolle haben, dass mein Athleten super geht und wir auch mit dieser Vorgehensweise auch das Optimum erreichen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen. Wir werden weiterhin, wenn Fragen kommen, ausführlicher über alles reden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich finde, alles, was ihr macht, Freunde, darf nicht an euren Lebensqualität gehen. Leben geht vor. Und wenn ihr das damit gut kombinieren könnt, dann seid ihr auch gesund. Bleibt gesund.
Haut's rein, viel Spaß.